Das Curry ist genauso diabolisch wie Diablo und scharf wie Scherer. Hallo und danke fürs Einschalten zu meinem Review zu How Not to Summon a Demon Lord oder auch Isekai Maoto Shokan no Shoujo no Durei Manjutsu. Ja, da steckt Sklave im japanischen Titel drinnen. Episode 14 oder auch Staffel 2, Episode 2, Seikishi Jo. Bevor es losgeht, vergiss nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du kein Video und kein Review mehr verpasst. Also wirklich, damit hätte ich nicht gerechnet mit dem Timeskip. Einfach so 2 Wochen weg. Puff. War das in der Light Novel genauso? Einfach so ein Timeskip? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum hat man das weggelassen? Vor allem arme Rem. 2 Wochen lang am Wüstenschiff seekrank zu sein, das muss einfach, ja, echt schlimm gewesen sein. Alles andere als ein Katzensprung. Und was Diablo so erzählt hat, haben sie sich ordentlich oft verlaufen. Hat da keiner eine Map oder einen Kompass oder so? Aber ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder die absolute Dosis an Opais für diese Woche mit dieser Episode. Willkommen zurück dazu. Und in manchen Fällen muss ich einfach dazu sagen, da hat der Plot der Folge, der Serie einfach zu hart durchgegriffen. Dazu komme ich noch und ich konnte mich nur noch darauf konzentrieren. Aber davon abgesehen, Horn, der Knirps, wird sicherlich noch eine Rolle spielen, weil der oder die kam im Intro vor. Ich bin mir da ehrlich gesagt gerade sehr, sehr unsicher, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen sein soll. Ewig lange Frage. Ich tendiere ehrlich gesagt fast zu Mädchen, allein schon wegen der Synchronsprecherin. Die scheint eine Frau zu sein, auch vom Gewand her und so. Aber so 100% bin ich mir nicht sicher. Es fehlen halt einige Qualitäten. Wenn du verstehst, was ich meine. Aber davon abgesehen, ist es sehr, sehr interessant, dass es Diablos Dungeon hier wirklich gibt und dabei alle nur bis Ebene 3 gekommen sind, es genauso umgesetzt wurde, wie Diablos selber es auch gemacht hat und irgendwas bei Ebene 13 der Fall sein soll. Frag mich nur was. Vielleicht ist er auf Ebene 13 und wenn die Leute hinkommen würden, dann wäre er nicht da? Oder gibt es dann ein Double? Das wären Fragen, die mich mehr als interessieren würden. Gibt es da vielleicht für ihn eine Möglichkeit, ein weiteres Level-Up zu bekommen? Was denkst du? Was könnte da sein? Gerne ab damit unten in die Kommentare. Und wie immer, falls du es noch nicht getan hast, kannst du gerne noch erstens eine Bewertung da lassen und zweitens in die Videobeschreibung schauen, weil ich habe auch Patreon, da kannst du mich ebenfalls auch gerne unterstützen. Außerdem fand ich es wirklich auch mehr als interessant, dass man hier sowas wie die Pest eingebaut hat. Weil Diablo hat es erwähnt, dass er es im Spiel gesehen hat, wo schon mal interessant ist, dass man es da einbaut und dann nochmal in der echten Welt. Und vor allem, dass dann Lumakina das einfach heilen kann. Sprich, die wird irgendeine besondere Fähigkeit haben, die wahrscheinlich auch Baruta, ja, egal, der Typ haben will. Weil der ist mir absolut alles andere als geheuer. Ich glaube da wirklich, dass der mehr als korrupt ist und das sage ich nicht nur wegen dem Preview zur nächsten Episode. Ich traue dem Typ hier einfach nicht. Davon abgesehen hat er aber Diablo relativ gut geholfen, weil der hat zwar die multiple Magie einsetzen können, aber ob es alleine gereicht hätte, ich glaube nicht. Da hat die Magie-Gunnerin und Baruta mehr als geholfen. Und man hat hier in dieser Szene auch sehr gut gemerkt, dass A, Diablo es noch immer gut schafft, in Character zu sein, aber B, dass er in Wahrheit noch immer sehr, sehr unsicher ist und selbst göttlichen Beistand bräuchte. Vor allem ist es auch mehr als nachvollziehbar, weil wenn man bedenkt, es muss ja noch schlimmer sein, das in echt zu machen als im Spiel. Weil im Spiel man all diese Zaubersprüche garantiert nicht mehr als Maus-Button-Klicks-Smashing. Das muss einen enormen Unterschied machen. Also Props dafür, dass er das überhaupt so hinbekommt. Wobei man schon dazu sagen muss, im Vergleich zur ersten Staffel wirkt es wirklich so, als wäre Diablo nicht mehr so OP, als es eigentlich sein sollte. Weil das Monster hätte durchaus, wenn man ihn mit dem Diablo aus der ersten Staffel vergleicht, alleine wegpusten müssen. Was aber nicht der Fall war und was noch dazu kommt, ist, dass sowohl Baruta als auch, der übrigens einen Synchronsprecher hat, der mir sehr bekannt vorkommt, aber eben auch die Magiegönnerin Fanis Lamitinos, beide Level 130 sind. Und er ja anscheinend nur 150. Zumindest sagt er das selber, weil der Spiegel da aus der ersten Staffel hat sein Level nicht erkennen können. Somit könnte es auch sein, dass er viel, 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 viel höher ist. Aber falls das nicht so ist, wäre es halt ein bisschen doof, dass er dann anscheinend doch nicht so OP ist, wie man eigentlich denkt.
weil ich hoffe eigentlich schon, dass er immer der OP-ste bleibt, im Großen und Ganzen. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass er eben ZB in seinem Dungeon ein weiteres Level up oder er andere Items bekommt, die ihn noch mächtiger machen, auf die er dann zugreifen kann. Und ja, die Szene mit Funnels war sehr, sehr interessant. Es hat ein bisschen, ja, wie auch schon vorher erwähnt, Diablo etwas machttechnisch runtergemacht, aber es war schon ganz lustig. Ich frage mich halt, ob er sich wirklich Sorgen machen müsste. Und was sie halt, finde ich, mehr als interessant macht, ist ihre Gottleugnung, dass sie da so Anti-Gott ist. Vielleicht hängt sie irgendwie mit Dämonen zusammen, weil wenn man so dem Opening Glauben schenken darf, dann wird sie sich mit Diablo sehr, sehr gut anfreunden und könnte Shara sogar Konkurrenz machen? Nee. Aber kommen wir mal zu der Degeneracy in dieser Episode. Ja, als da Diablo im Bad war, da hat wirklich keiner ein Blatt vom Mund genommen oder eher gewarnt vor die Opas. Ich habe wirklich schon fast damit gerechnet, dass da eine Badeszene passieren wird und Shara dann einfach dann im Zimmer stehen wird und dazu stoßen wird. Wobei, dann ist doch Diablo eher derjenige, der stoßt oder das Stoßen macht mit seinen Hörnchen, das vorher gewaschen werden muss von Shara. Ich meine, was soll das? Das war so mehr als genial. Weil, come on, die ganze Szene, da kann mir keiner, aber wirklich keiner erzählen, dass man das in der ersten Season gebracht hätte. Ich glaube fast, dass man die erste Season langsamer angegangen ist, um einfach zu sehen, wie der Anime ankommt. Wie dieser borderline edgy, fast schon Hentai ankommt und wie weit man das pushen kann und das dann einfach in der Season komplett auslebt. Was für mich die Hoffnung bringt, dass es vielleicht dann eine Uncut-Variante gibt, als DVD und Blu-ray, um die Käufe anzukurbeln, wo man dann explizitere Sachen bringt, weil ich könnte mir vorstellen, dass Sarah unter Umständen nicht eine der beiden Hörner, sondern sein anderes Horn gewaschen hat. In echt. Ich glaube, das war sogar so. Bin mir aber nicht 100% sicher. Aber wirklich, diese Szene war so, what the fuck, was geht? Ich feiere es extremst. Weil allein schon mit so Aussagen wie, außerdem kommt womöglich noch was anderes als Schweiß raus. Und dann noch eben mit das mit dem Horn so, das hier ist auch richtig hart und dick so. Ich habe ehrlich gesagt nicht an seine Hörner gedacht, als so eine Aussage kam. Aber dann hat Diablo daran erinnert. Und solche Aussagen sind einfach, solche Szenen sind einfach mehr als episch. Mehr als genial. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Das Curry ist genauso dia... Nein, das Curry ist nicht... Das Curry ist genauso dia... Mann, Griechen, warum hat man das... Das muss eine enorme Ayurauchpanis-Lamid. Und das jetzt einfach dann in der Episode. Okay, das war's mit dem Review. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben und einen Abo da, Glocke drücken nicht vergessen. Ich habe auch noch einen Patreon-Account, Link ist unten in der Videobeschreibung, falls du mich dort ebenfalls unterstützen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.